Hi. Hi. How are you? I'm Adam. Hi. I'm John. My husband, John. Hi, how are you? Hey, welcome. Ein Kleid für ein Gay Pride Event. Ich bin ein bekannter Drag Entertainer und habe eine Show. Mein heutiger Kunde heißt Adam. Bei Drag Queens kann ich der Fantasie freien Lauf lassen. Sie wollen wie Filmstars aussehen, wie jemand aus Hollywood. Ich will das Publikum blenden. Als ob man einen Strassschneeball hineinwirft. Soll ich das Kleid im Strass wälzen? Die müssen Sonnenbrillen tragen. Es ist zu kurz. 1,60. Höchstens. Ich habe Adams Kleid horizontal ausgeschnitten, weil ich Stoff sparen wollte. Das war eine dumme Idee, denn nun ist es zu kurz. Was, wenn wir eine Rundung ausschneiden und den Rock mit lila Chiffon verlängern? Und dann die Pfauenfedern draufnähen. Lila Chiffon am Saum. Das Tolle an unserer Arbeit ist, dass wir Fehler immer korrigieren können. Selten gibt es ein echtes Problem. Meistens habe ich dann eine bessere Idee. Ich klebe Strass auf Adams Schuhe. Die werden später nicht mehr pink sein. Ich verwende diese Bilder als Inspiration. Farah und ich machen die Schuhe zusammen. Sie klebt ein Federmuster auf und ich das andere. Die Schuhe müssen genau zum Kleid passen. Fertig. Ihr würdet sagen, krank. Oh mein Gott. Drag Queen genug? Is it Vegas? Absolut. Oh mein Gott. We have crystal. All das wird noch mit Strass bedeckt. Und ich habe noch mehr. Du drehst durch. Die Schuhe, die sind fertig. Setz dich, sonst haut's dich um. Denn die Schuhe sind der Hammer. Strassschuhe unterwegs. Oh Mann. Oh Lord. Zum Glück bin ich gesessen, denn die Schuhe haben mich fast umgehauen. Sorry, Boston Queens. Was mir in dem Kleid am besten gefällt, ist der Kragen. Der Pfauenfedernkragen ist scharf. Ich kann es nicht fassen, dass ich sowas Fabelhaftes trage. Ich möchte weiter mit Sondra zusammenarbeiten. Ich werde sie wieder anrufen und viel Geld für neue Sachen ausgeben. Alle Folgen gibt es für euch in voller Länge auch auf tlc.de.